Hallo und herzlich willkommen. Ich bin die Froni vom Team und ich erzähle euch heute, was für tolle Suchfunktionen es gibt. Also viele wissen es ja gar nicht, dass man zum Beispiel auch nach Singles mit den gleichen Freizeitinteressen oder Sportarten oder mit einer bestimmten Körpergröße oder Körpergewicht oder aus einem bestimmten Stadtteil suchen kann. Und damit ihr wisst, wie das geht, zeige ich das heute. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Zur Suche kommt ihr, wenn ihr hier oben einfach auf Suche klickt. Dann erscheint dieses Fenster. Hier ist auch schon ein bisschen was voreingestellt. Hier müsst ihr gar nicht mehr viel einstellen. Wenn das alles so passt, was ihr hier angegeben habt, könnt ihr auch einfach auf Profile finden klicken und kommt so zur Suchergebnisseite, wo euch die Ergebnisse der Suche angezeigt werden. Mit den Singles, die zu dieser Suche passen. Genau, hier seht ihr, hier könnt ihr auch sortieren. Es ist standardmäßig, wird sortiert nach neu dabei. Ihr könnt es aber auch ändern in zuletzt online oder alte absteigen bzw. aufsteigen, je nachdem, wie ihr es sortiert haben wollt. Hier seht ihr jetzt die Singles, die auf diese Suche passen. Hier könnt ihr euch mal reinklicken, euch das Profil durchlesen und demjenigen zum Beispiel schreiben. Oder mit diesem Stern hier könnt ihr denjenigen auch als Favorit markieren. Wenn ihr jetzt sagt, oh, das ist mir jetzt noch zu allgemein, ich will dann nach spezielleren Sachen suchen, dann klickt doch einfach mal auf Erweiterte Suche. Hier könnt ihr noch weitere Sachen eingeben, die euch vielleicht wichtig sind, wie zum Beispiel aus welchem Landkreis er kommt oder aus welchem Stadtteil. Wenn ihr dann hier auf Option Auswählen klickt, öffnet sich das Fenster noch ein bisschen und dann könnt ihr bestimmte Orte eingeben. Oder ihr könnt noch Sportarten suchen und sagen, ich will jemanden, der Badminton spielt und Mountainbike fährt, tanzen, tauchen, Tennis, Tischtennis. Das finde ich auch alles ganz gut. Finde ich auch gut, wenn er das kann oder sie das kann. Dann wählt ihr das einfach aus. Oder nach bestimmten Freizeitaktivitäten. Wenn ihr sagt, oh, ich gehe ins Kino oder ich koche gerne oder relaxen finde ich auch super und Freunde treffen, dann wählt es einfach aus. Hier geht es dann noch weiter mit Rauchgewohnheiten, Sternzeichen, Familienstand, hat Kinder, möchte Kinder. Wenn ihr unbedingt jemanden sucht, der noch Kinder will, dann könnt ihr das hier auswählen und sagen, möchte Kinder, ja. Und dann habt ihr die Option ausgewählt. So, dann könnt ihr auch noch eine Größe eingeben, wenn er mindestens 1,80 zum Beispiel sein soll, aber maximal 2,10. Dann könnt ihr das hier auch reingeben. Oder wenn ihr nach bestimmten Stichworten sucht, dann gebt es hier in dieser Volltextsuche einfach ein und dann durchsucht das System die Profile danach. Wenn euch wichtig ist, dass er zum Beispiel in der letzten Woche online war, dann könnt ihr das hier auch auswählen. Wenn ihr jetzt auf Profile finden klickt, dann landet ihr wieder in der Suchergebnisliste und seht die Singles, die diesen Kriterien entsprechen. So, wenn ihr jetzt jemanden gesehen habt, dessen Namen ihr noch wisst, den ihr euch nochmal anschauen wollt, dann könnt ihr hier auch nach Namen suchen. Ihr könnt auch schauen, wer jetzt heute Geburtstag hat und demjenigen dann gratulieren. Da freut er sich bestimmt. Oder ihr könnt auch nochmal schauen, welche Profile ihr schon angeschaut habt. Und falls ihr da nochmal drauf zugreifen wollt oder wann ihr schauen wollt, wann es zuletzt war, das seht ihr alles hier. So, das war's im Großen und Ganzen. Ich würde sagen, ihr probiert es einfach mal aus, was für tolle Funktionen das sind. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch wie immer gerne an uns wenden. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis dann.